Jeder kennt ihn, den Einwegbecher. Praktisch, immer griffbereit, doch schlecht für die Umwelt. Er produziert viel Müll. Sehr viel Müll. Hier seht ihr alle Becher übereinander gestapelt, die innerhalb von 12 Stunden in Deutschland verbraucht werden. Stapelt man alle 2,8 Milliarden Einwegbecher übereinander, die jährlich verbraucht werden, erreicht man den Mond. Doch warum sind Einwegbecher eigentlich so schlecht? Im Becher befindet sich eine Kunststofffolie. Einmal miteinander verschmolzen, sind sie nicht mehr trennbar. Die jährliche Produktion führt zu einer enormen Ressourcenverschwendung. Zum Beispiel wird für die Herstellung der Becher 1,5 Milliarden Liter Wasser benötigt. Für all diese Probleme gibt es Mehrwegpfandbecher, die genau da warten, wo man sie braucht. Der Branchenführer ist Recap. Haben wir also Lust auf einen Kaffee, gehen in die Recap-App und werden sofort nach Anbietern in der Nähe fündig. Zack! Und ab auf den Weg. Nachhaltig mobil halt, ist ja selbsterklärend. Ist der Kaffee bestellt, zahlen wir 1 Euro als Pfand. Dieser Becher kann nun bis zu 1000 Mal wiederverwendet werden. Ab dem 01.01.2023 gilt in Deutschland eine Mehrwegbecherpflicht. Jeder Anbieter von To-Go-Waren muss ein Mehrwegbechersystem parallel zum Einwegbecher anbieten. In Würzburg bieten bereits über 50 Cafés und Bäckereien Recap-Becher an. Wir waren bei 3 zu Besuch und haben einen Einblick über das System bekommen. Hi, ich bin die Marissa vom Café Vollmund. Also ich bin auf Recap gekommen, weil, dass ich was to go verkaufen möchte, war für mich von vornherein klar, weil ich hier am Fuß der Festung liege und die ganzen Leute da gerne hochspazieren und deswegen wollte ich das von Anfang an auf jeden Fall machen. Und auf Recap bin ich gekommen, weil ich eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe und da prägt das eigentlich das Stadtbild, da läuft eigentlich jeder mit einem Recap-Becher rum und genau. Was mich am System noch ärgert, ist, dass ich eine Systemgebühr von monatlich, ich glaube, 30 oder 40 Euro zahlen muss. Das ist ganz schön happig für so einen kleinen Laden wie mich und vor allem, wenn das System dann nicht funktioniert, eben weil die Becher nicht zurückgebracht werden, denkt man sich ganz schön oft, wozu zahle ich eigentlich das Geld? Hi, herzlich willkommen im Café Coeur, ich bin der Micha. Mir gehört der Laden, ich habe am 1. April aufgemacht. Sozusagen gibt es bei uns noch einige erste Male, weil wir noch kein volles Jahr jetzt hinter uns haben. Das Mehrwegsystem wird von den Kunden unterschiedlich angenommen. Manche kommen hierher, bestellen Kaffee und frage ich mit Pfandbecher, weise darauf hin oder mit Pappbecher. Dann kommt oftmals eine Entschuldigung, ich habe schon so viele im Schrank, ich nehme dieses Mal den Pappbecher. Und dann gibt es welche, die im Ganzen selbstverständlich den Recap-Becher. Ich bin die Franzi von der Brotzeitbar und es gibt sie seit fast einem Jahr. Unser Konzept ist regionales, feine Kost und Kaffee. Zu kritisieren an sich habe ich nichts bei Recap, weil es ist ein super System mit super vielen Annahmestellen. Vor allem jetzt auch, seit sie ihren Deckel verbessert haben, den gibt es jetzt auch zum Leihen. Das war immer so ein Punkt von den Kunden, warum sie sich auch dagegen entschieden haben, weil man halt nicht richtig gut zumachen oder man musste den kaufen. Das war halt wieder unpraktisch. Nutzt Recap.